Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wir sind im Keller in der Reservatenkammer von Detroit Police Department. Hank hat uns geholfen, hier runterzugehen. Das FBI ist jetzt am Fall dran. Und wir müssen Beweise finden. Und zwar schnell. Wir haben nicht genug Zeit, also nicht lange Zeit. Hanks Passwort. Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Geburtsdatum, Scheißpasswort, Hank Anderson. Scheißpasswort. Natürlich. Nice. Sehr gut. Wo ist Jericho? Nicht wundern. Ist hier irgendwo. Das ist die Sonne gerade. Die scheint gerade rein, aber scheiß drauf. Läuft. Ich muss schnell sein. Ich kann das gerade nicht ändern. Das tut mir sehr leid. Okay, da fehlen aber einige Beweise, wa? Da fehlen leider einige Beweise. Okay, wir müssen Beweise finden. Boah, das ist aber schwer. Ach du Scheiße. Die Wahrheit ist innen. Die Wahrheit ist innen. Was wollte er mir damit sagen? Innen? Was heißt innen? Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Marcus, wo versteckst du dich? Oh, schwierig, 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 schwierig. Ruperts Tagebuch. Aber es ist nutzlos. Es ist verschlüsselt. Okay, sonst haben wir hier leider keine Beweise. Ich sage, wir haben ein paar Sachen haben wir nicht gefunden. Das ist sehr schade. Einer der Abweichler, die mit Marcus den TV-Sender gehackt haben. Er muss das Versteck der Abweichler gekannt haben. Für Reaktivierung benötigt. Okay, jede Menge Daten. Okay, wir haben diese scheiß Dings hier nicht. Verdammt nochmal. Haben wir das vielleicht in ihm drinne? Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Für Reaktivierung benötigt. Okay, 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 okay. Schade, ich dachte, er hätte vielleicht was, was wir für den anderen benutzen könnten. Nehmen? Scheiße, was? Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, das war's. Kann das sein? Es ist dunkel. Wo bin ich? Ich habe dich reaktiviert, damit du mir hilfst. Ich muss Jericho finden. Ich kann deine Stimme nicht erkennen. Du bist keiner von uns. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe. Versuch, ihn auszutricksen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie soll ich ihn austricksen? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht laufen. Ich nehme den hier mal weiter auseinander, mal gucken. Vielleicht bringt's da irgendwas. Naja, das bringt ja auch nichts. Okay, können wir das wieder zurücktun? Okay,
Okay, können wir das andere Ding mitnehmen? Auch nicht. Wir haben nur noch 2 Minuten Zeit, verdammt nochmal. Scheiße, vielleicht fehlt uns auch irgendein Teil, ne? Das weiß ich nicht. Können wir hier vielleicht noch irgendwas machen? Irgendwas, was ich vielleicht übersehen habe? Nee, ne? Womit könnten wir den Bruder austricksen? Wahrheit ist innen. Ach komm. Jericho befindet sich irgendwo in der Gegend von Ferndale. Jetzt kann ich ihre Speicher scannen und die Suche eingrenzen. Ah, ich muss gedrückt halten, verdammt. Seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Oh, ich bin heute nicht gut bei diesen Quicktime-Dingern, ne? Junge, Junge, Junge. Relativ, ne? Das Problem ist halt, der hat uns getroffen, ne? Der hat uns angeschossen, der Penner. Ja, wir haben super viele Beweise halt nicht gefunden, ne? Naja. Passt schon. Aber wir haben, was wir brauchen. Glaube ich. Yo, wir sind bei Kara endlich mal wieder. Geil. Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Die schießen halt doch einfach gleich, ne? Wir sind fast da. Crazy. Da wird einfach geballert. Das ist echt verrückt. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Ja, ist vielleicht auch besser so. Ich meine, wir haben Alice dabei, ne? Die muss das ja nicht alles hören. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt.
Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Wir müssen einen Bus kriegen. Rose ist echt... keine Ahnung. Einfach so ein Licht am Ende des Tunnels irgendwie gewesen, ne? Krass. Wir haben... das war halt nur kurz, ne? Nur ganz, ganz kurz haben wir die kennengelernt. Trotzdem ist die einem unglaublich ans Herz gewachsen, weil sie einfach so lieb ist. Weil sie einfach so verdammt lieb ist. Okay, krass. Ich weiß ganz genau, worauf das am Ende des Tages hinlaufen wird. Ich weiß es ganz genau. Finde Jericho. Wir werden am Ende des Tages alle in Jericho auftauchen. Wow, crazy. Crazy, crazy, crazy. Holy shit. Holy shit. Alle am Ende des Tages sind gerade auf dem Weg nach Jericho. Wow. Wow, wow, wow. Und da sind wir auch schon. In Jericho. Boah, sind das viele. Suche einen warmen Ort für Alice. Entweder sie oder wir müssen die Dinger zerstören, bevor sie uns alle töten. Wir müssen etwas tun. Wir können uns doch nicht einfach auf meine Kinder aufgepasst. Sie jagten die Polizei. Okay. Schlachteten sie an. Gut, ich meine, das sind Androiden, ne? Die merken nicht, wenn denen kalt ist. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch okay. Es ist gut möglich, dass die russische Armee... Das ist alles so ein bisschen Untergangsstimmung hier gerade, ne? So gefühlt. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwall forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz. Das ist alles so ein bisschen Untergangsstimmung im Moment. Können wir nach oben? Ah, okay, nee, wir sollen hier unten bleiben. Ich guck mal gerade, ob wir irgendwo hier einen warmen Ort finden. Ich habe keine Ahnung. Hier drinnen nicht, ne? Nee, das ist wie so ein Krankenflügel. Hier auch nicht. Okay, hier auch nicht. Komm, gibt's hier irgendein... Nee, hier auch nicht. Alice? Wird das Land zu einem Stillstand kommen? Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Kumpste? Aber warte mal, da vorne ist Feuer. Komm mal mit. Komm mal mit. Wahrscheinlich am Feuer, ne? Naja, wahrscheinlich hier vorne. Ja. Genau. Sitz? Mach mal Sitz. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice.
Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Okay. Finde den Abweichleranführer. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militär. Krass, dass die beide gleichzeitig eintreffen, ne? Mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen. Verhalte dich unauffällig. Die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise. Ach, hier können wir nochmal lesen. Chaos in Detroit. Alle Androiden sollen vorsorglich zerstört werden. Alle Androiden sollen vorsorglich zerstört werden. 0,4% der Weltbevölkerung halten 94% des Reichtums. Und Kanada sauberer Luft für immer ein herzliches Willkommen. Okay, gerade der erste Artikel wäre interessant. Alle Androiden sollen vorsorglich zerstört werden. Die Augen der Welt blickt auf Detroit. Nach der Versammlung auf einem öffentlichen Platz in Detroit haben die Störungen durch Androiden eine neue Stufe erreicht. Präsidentin Warren hat reagiert und einen Rückruf sämtlicher im ganzen Land im Umlauf befindlichen Androiden verkündet. Die Androiden werden von den Behörden gesammelt und zu den Montagezentren befördert. Sicherheitsagenturen haben Warrens Aufruf zur Ruhe in dieser kritischen Zeit aufgenommen und betonen die Abweichung der Begriffe gewalttätiger Androiden drehte nur bei einem kleinen Teil der Androiden auf. Der Rest wird vorsorglich zerstört, bis die Gründe für die Fehlfunktion vollständig offen liegen. Aber aufgrund der landesweiten Sperrstunde und den bewaffneten Patrouillen in den Straßen der Stadt fällt es vielen Bürgern schwer, Ruhe zu bewahren. Ein Sprecher der American Liberty Press, ALP, beschrieb die Situation als totalitärisch und sagte, Warrens USA wirkte langsam wie die Art unfreier, kriegerischer Staaten, gegen die sie angeblich stünden. Ja, das ist schwierig gerade, ne? Das ist schwierig. Plötzlich wurde ein weiterer Platz in Detroit ins Chaos gestürzt, erneut durch gewalttätige Androiden. Sie versammelten sich vor einem Einkaufszentrum, bevor sie den St. John's Plaza besetzten und Zivilisten mit einer Androhung von Gewalt terrorisierten. Ein Augenzeuge beschreibt, wie offenkundiger Anführer einen Polizeibeamten bedroht. Das stimmt halt alles gar nicht. Das ist alles gar nicht wahr. Das sind einfach Fake News. Obwohl das DPD an einem derart beliebten Ort keine Feuerwaffen einsetzen wollte, erzwang die Androiden eine Konfrontation und die Officer mussten das Feuer eröffnen. Auch das stimmt nicht. Auch das stimmt nicht. Wir sind gegangen. Wir wollten gehen. Mehrere Zeugen berichten, dass die Polizei trotz zahlreicher Verletzter heldenhaft kämpfte, um Detroits Bürger vor den Maschinen zu retten. Vor allem ein Officer wurde besonders gelobt, nachdem er die Androiden auf dem Weg zum Platz aufhalten wollte. Das stimmt? Er hätte ja schießen können. Hat er ja nicht. Hat er ja nicht. Und wie gesagt, bei der Konfrontation mit der Polizei wollten wir gehen. Präsidentin Warren hat ein persönliches Interesse an der Situation und beschreibt die Aktivität der Androiden als gedankenlose Brutalität. Der Ruf nach staatlicher Intervention wird laut. Bullshit. Großer, großer Bullshit. Einfach nur Bullshit. Oh, das ist wie so eine Art 3D-Drucker, oder was? Ist das so, ja? Ist das so? Finde den Anführer von Jericho in The Marcus. Okay. Ah, okay. Das haben wir schon gesehen. Zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen... Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten. Sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht.
Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Krass. Krass, 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 krass. Einfach Marcus und Caro, die aufeinander gestoßen sind, ne? Und Connor läuft ja auch noch irgendwo rum. Das ist echt wild, ey. Das ist echt wild. Ist. Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. So, okay, das ist gar nicht Alice hier, sondern das ist Alice, aber Alice ist einfach auch ein Android. Das ist doch crazy. Kara, stimmt irgendwas nicht? Immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg, aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Es war ein friedlicher Marsch, doch du wolltest den Kampf. Jetzt sind hunderte Menschen und Androiden tot. Man erntet, was man sät.
Die Menschen versklavten uns. Ich bereue niemals, gekämpft zu haben. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Komm einfach zurück. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab, wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Wir sollten nicht wie sie werden, North. Wir erreichen die Freiheit mit anderen Mitteln. Ich hoffe, du hast recht. Was immer morgen passiert, du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Schon machen. Ich gehe zu den anderen. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend.